Knips mit einem Ping am Anfang. Ach, ich liebe diese neu gewonnene Mikrofonfreiheit. So, worum geht's? Es geht hier um die Luftpistole Walther LP3. Ich muss noch etwas Abbitte leisten, wo ich schon mal dabei bin. In meinem Mir wird übel bei Luftpistolen-Videos, da habe ich immer gewettert, dass die Leute mit den Kniften in alle Richtungen zeigen und so weiter und so fort. Und habe mich dann selber dabei ertippt, dass die gelegentlich über meinen Oberschenkel nach vorne zeigend die Richtung gewechselt hat. Ich kann das nur so erklären, dass die Kamera von mir nicht als Mensch wahrgenommen wird und demzufolge nicht den Schutz eines Menschen genießt. Ja, Asche auf mein Haupt. Ja, Schwein gehabt. Gut, Walther LP3. In meinem Versuch, eine preiswerte, sprich manuell zu bedienende Luftpistole zu erbeuten, habe ich unter anderem eine Walther LP3 erworben. Das ist diese hier. Sag mal, die irgendwie mit Schießsport zu tun haben, die kennen das Ding auch. Ne? Irgendwie ist die Optik ziemlich einmalig. Und sie ist, da sie relativ alt ist inzwischen, ist sie auch relativ preiswert zu haben. Aber das ist noch so richtig gute alte deutsche Handarbeit. Das Ding wurde gefertigt von 1971 bis, ich glaube, 1985. Mal gucken, was ich hier überhaupt für eine Seriennummer habe. Daraus lässt sich ja das Alter so ein bisschen ablesen. Da ist eine Seriennummer. Achtung, der Lauf läuft untenrum, nicht vorne rum. Und es ist eine 32er Seriennummer. 32.000 und ein paar zerquetschte. Das heißt, sie könnte relativ spät sein. So, was soll ich denn dazu sagen? Es gibt natürlich 1 Million Videos über die Walther LP3 und alle sind sie schlecht. Es könnte auch sein, dass es sich hierbei um eine Walther LP3 Match handelt, wegen des tollen Holzgriffs. Normalerweise sind Bakelit-Griffschalen drauf. Ich weiß aber nicht mehr im Detail, wie das nun genau auseinandergedröselt wurde. Ich habe so den Verdacht, dass irgendwann die Holzgriffschalen der Standard waren. Gekostet hatte sie in einem Katalog von 1972-73, ich glaube, 340 deutsche Mark. Und in einem Katalog von 1974 liegt sie bereits bei 480 deutschen Mark. Das heißt wahrscheinlich, heutzutage würde so ein Ding 1000 Euro kosten. De facto kriegt man sie auf dem Gebrauchtmarkt für so und so viel Geld. Na, wer weiß, wann dieses Video geguckt wird und wie sich das bis dahin alles verändert hat. Und das ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ihr kennt das ja. Jetzt muss ich aber ein paar Takte zu dem guten Stück sagen. Erstens, sie passt. Also wirklich saugende Passung. Ein toller Griff, vielleicht nicht so toll wie jetzt so eine über 1000 Euro teure Matchluftpistole, aber fasst sich gut an. Alles ist aus dem Vollen gefräst und das fühlt sich auch so an und es hört sich auch so an. Hier ist ein Kugelverschluss drin und nicht irgendwie so eine blöde Blechfeder oder sowas, dass ich hier keinen Unsinn erzähle. Ne? Doch, da ist ein großer metallener Haken, der gegen einen Federwiderstand läuft. Der aber noch ein paar hunderttausend Schuss wird er noch halten, denke ich mal. Visierung, Waffe läuft unten rum. Visierung 1A, also genauso wie ich das haben will. Das bedeutet, wenn ich die am ausgestreckten Arme habe, dann sind Kimme und Korn, die Seitenausschnitte sind genau richtig groß genug, damit ich auf 10 Meter, also auf einer weißen Zielscheibe, sehr schön sehen kann, dass die Seitenabstände stimmen. Wenn man nämlich Pech hat, eine schlechte Visierung ist zum Beispiel so, dass das Korn diesen Kimmenausschnitt fast völlig verdeckt. Da kann kein Mensch mit vernünftig zielen. Also es ist eine super Verarbeitungsqualität, eine tolle Visierung, die Handlage ist toll, der Abzug ist klasse. Also wenn ihr so ein Ding irgendwo preiswert schießen könnt, kann ich nur dazu empfehlen, zuzuschlagen. Wo ist der Haken? Natürlich gibt es einen Haken, ist doch klar. Ich kontrolliere jetzt nochmal nachdrücklich den Lauf, bevor ich jetzt sowas tue. Jawohl, der Lauf ist sowas von frei, ich kann durchgucken. Ich würde euch durchgucken lassen, wenn ich dann nicht auf eine Kamera zeigen würde und selbst mit einem abgeknickten Lauf zeige ich nicht auf Menschen. Es sei denn, ich will schießen beim Paintball spielen oder so. Denn man kann sie ja von Hand spannen. Ich stelle mir das jetzt gerade auf dem Schießstand vor. Moment, ein schöner dicker Kugelfang. Ich habe leider noch kein Mündungsgeschwindigkeitsmessgerät hier, das auch mit Luftpistolen fertig werden würde. Von der Akustik, von Peng bis Klick, die üblichen 10 Meter,
kommt mir deutlich langsamer vor. Also die wird keine 7,5 Joule haben. Ich schätze sie eher auf halb so viel. 3,5, 4 Joule ist so mein Verdacht. Das spielt aber keine Rolle. Auf 10 Meter auf eine Scheibe ist das vollkommen irrelevant. Das, also die Mündungsenergie ist nur für die Leute interessant, die gerne Dinge kaputt schießen oder so. Diese Geschichte hier, stellt euch mal vor, ich bin auf dem Schießstand. Erstens die Handhabung. Ups, das war jetzt aber... Ah ja, den Klick zum Spannen hätte ich noch machen sollen. Die Handhabung. Wenn ich da richtig Kraft reinsetzen soll, dann bedankt sich spätestens jetzt die gesamte Schützenreihe neben mir, wenn ich mit der Knarre auf sie zeige. Das finden die garantiert nicht komisch. Da ist ein großes Knäuel an Textilien, ne? Deswegen knallt das nicht so. Und die kann man auch leer abschlagen lassen, weil es ist ja keine Sprungfeder, die sich entlädt. Das ist nur vorkomprimierte Luft, die verpufft. Also einmal die Kraft. Ich habe Videos gesehen, wo die das also durch Klack, rauf, runter, zu, also in einer fließenden Bewegung machen. Ich zeige schon wieder irgendwo auf die Schützenreihe, ne? Ihr merkt das Problem. Und zweitens die Kraftanstrengung. Wenn ich so viel Kraft brauche, um sie zu spannen, und zwar nicht nur mit der einen, ich brauche ja für beide Hände Kraft. Ne? Die andere muss ja hier auch eine Drehbewegung gegen machen und so. Der Mensch gewöhnt sich ja angeblich an alles. Aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist, wenn ich anschließend im Milligrad-Bereich die Waffe ruhig halten soll. Sicherlich ist es auch eine Frage der Übung. Tja, ich bleibe dabei. Wenn euch also ein gutes Stück, ganz besonders mit den Holzgriffschalen, angeboten wird, für einen guten Preis zuschlagen oder bei E-Gun zum Beispiel bieten, da geht das auch immer ganz gut. Da findet man immer welche. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen eklatanten Mangel an LP3. Unbedingt zuschlagen für einen guten Preis, aber lebt mit der Möglichkeit, dass diese Spannerei für zu Hause vielleicht ganz toll ist, aber so für einen professionellen Schießstand, was heißt professionell, also für einen Vereinsschießstand, bisschen schwierig ist. Vielleicht gibt es auch Tricks und Wege, dass man sie so auf der Auflage auf dem Tisch vorne, dass man sie gegen den Tisch drückt und damit dann spannt. Da bin ich jetzt überfragt. Schussleistung. Exzellent. Es gibt so Dinge, die ändern sich nicht. Geschosse werden durch einen Lauf getrieben. Der hat einen Drall. Was soll man da noch groß verbessern? Ich bin der Meinung, vom Lauf her, gerade wenn ich diese Gewichtsverteilung sehe, das ist Bombe, da tut sich nicht viel zu irgendwelchen Hochleistungs-Wahnsinns-Matchpistolen. An der Visierung, da kannst du auch nicht mehr viel verbessern, weil Visieren in den Himmel, Kimmel, Korn, nee. Dann kann man natürlich irgendwie so bestimmte Teile in anderen Farben anodisieren, damit es ein bisschen bunter ist. Und man kann auch irgendwie so Laufgewichte verschiebbar und hast du nicht gesehen, vielleicht noch einen Kompensator vorne dran oder sowas. Und ich sehe nicht, dass das in irgendeiner Weise das Ganze verbessert. Ein Kompensator vielleicht. Also mit dem Kompensator sollen ja angeblich Verwirbelungen, die nach der Kugel aus dem Lauf treten, dieselbe nicht verwirbeln können. Das Problem ist nur, was nach der Kugel aus dem Lauf dödelt, interessiert die Kugel in der Regel nicht mehr so. Das mag vielleicht sein, wenn man da eine 50 BMG rausknallt und dann auch ordentlich was nachschiebt. Aber so einer Lufterpuff wage ich das so zu bezweifeln. Wenn es noch einen halben Millimeter auf der Scheibe bringen, also schön fein. Ne? Heutzutage, wenn man eine Wettkampfwaffe kauft, dann hat die das sowieso schon alles. Und zwar nicht, weil man es braucht, sondern weil alle anderes auch haben. Das ist ungefähr so, als würde man einen Plastikeimer mit Bügel verkaufen. Als wenn der Bügel was Besonderes wäre. Oder jetzt auch in Pink. Naja, also man verkauft es halt, weil ist halt so. So Dinge wie, es ist rund und hat ein Loch, in das man Wasser füllen kann. Das sind so Dinge, die kann man nicht mehr verbessern. Das ist schon so. Sehe ich hier eigentlich ähnlich. Hier ist mein Problem wirklich, die Spannkraft ist doch beachtlich. Das ist mein einziger wirklicher Minuspunkt. Der Griff, der Wettkampfgriff hier, also er könnte einen Hauch größer für meine Pranken sein. Aber ich habe ja auch nicht gerade Durchschnittshände. Er könnte eine Idee größer sein. Zum Glück hat man unten noch ein bisschen Platz gelassen hier zum Bügel, sodass größere Hände immer irgendwie da rumkommen. Ne? Also es geht schon. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es dafür Wechselgriffschalen gegeben hat. Linksgriffschalen. Also man kann heute noch Griffschalen dafür kaufen.
aus edlen Hölzern und so. Es geht alles. Man muss nur zwischen 120 und 200 Euro für so ein paar Griffschalen ausgeben. Das sehe ich nicht so. Dafür kaufe ich mir einfach noch eine Knifte mit einem größeren Griff vielleicht und verscheuere dann die andere. Ist billiger unterm Strich. Ja, tja, so oder so. Ein tolles Gerät. Ich spare mir jetzt mal, euch irgendwelche Details hier zu zeigen, weil es gibt 1 Milliarde Fotos bei Google, wenn ihr die Walter LP3 eingibt. Walter mit TH übrigens. Mal gucken, was steht hier noch? Hier steht Karl Walter Ulm noch drauf. Ja, Walter gehört seit, ich glaube, 1993 zu Umarex. Beziehungsweise Umarex hat die Markenrechte gekauft, wie auch immer. Und mittlerweile ist so, dass Umarex das Marketing macht und die Firma Walter macht den Service. Umarex hat übrigens außerdem Hämmerli gekauft und dafür macht auch Walter den Service. Also letztlich läuft alles bei Umarex zusammen. Und da sie die Marken gekauft haben, kann man davon ausgehen, dass es sich irgendwann finanziell nicht mehr so wirklich gerechnet hat, das Ganze. Tja, ich bleibe dabei, wenn man was haben will, was sich in der Hand richtig gut anfühlt, macht man hiermit schon mal nichts verkehrt. Und das ist also der einzige Casus Knacktus, ist die Spannerei, die ist nicht ohne. Wobei dann ja auch nicht irgendwo die Wahnsinns-Mündungsenergie dabei rüberkommt. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlapp, um die ordentlich zu spannen. Aber wenn ich sie anfasse, es fühlt sich alles gut an. Da klappert auch nichts. Und es macht Klack. Aber richtig Klack. Und dann wackelt da auch nichts. Also das haben sie schon alles richtig gut gemacht. Und wenn man bedenkt, wie viel zigtausend Schuss aus diesem Ding schon raus sein müssen. Super. Echt klasse. Ja. Gut, ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht erzählen. Deswegen erzähle ich auch nicht viel mehr dazu. Und ja, Fazit. Habe ich schon gesagt. Tolle Knarre, wenn man sie nicht für die Hand spannen müsste. Aber so ist das Leben nun mal. Hart, aber ungerecht. Besonders zu mir. Bis zum nächsten Mal.